Unterwegs, präsentiert von Das Mikrolabel aus der Region für die Region wünscht gute Unterhaltung mit der Sendung «Unterwegs». Wow, es gibt es morgen! Here we go now. Bin ich zu Gast in der Husky Lodge der Erlebniswelt Muttital. Hier leben 34 Siberian Huskies, die sich am liebsten vor einen Schlitten spannen lassen. Und bevor ich das selber ausprobieren darf, braucht es natürlich ein anständiges Zmorgen. Ich habe mit der Tourenleiterin Medea Lindauer abgemacht. Guten Morgen, Medea. Guten Morgen, hallo. Da ist ja etwas los bei uns. Ja. Jetzt mal Organ 50 zu büffeln. Geht es zum Morgen, oder ja. Was? Sie kommen jetzt etwas zum Morgen über. Ja. Das ist so das morgendliche Ritual, das wir eigentlich jeden Tag machen. Ist aber nicht zu essen. Also es ist eigentlich nur für die Flüssigkeit. Genau, da, das ist, es ist mehr so wie eine Suppe. Genau. Keine Buchstabensuppe, nicht. Aber es ist eigentlich ganz einfach gemacht mit viel Wasser, wo man ein bisschen Trockenfutter rein tun, das machen wir am Vorabend parat. Dass natürlich das Wasser den Geschmack vom Futter annimmt, ist wie bei den Kindern. Sehr gut. Haben auch lieber ein Glas Gocki als ein leeres Hannenwasser. Und das ist bei den Kindern genau gleich. Ich darf euch ja heute ein bisschen mal begleiten. Erzähl mir du aber zuerst mal, wie du überhaupt zu dem gekommen bist. Also das sieht wie ein richtiger Traumjob aus. Das ist es wie auf jeden Fall. Hast du die Verbindung zu diesen Hunden bekommen? Also ich war schon von klein auf Riesenfan von Hunden. Ich habe auch sehr lange gekämpft daheim, dass ich einen eigenen bekommen habe. Ich habe dann auch mit 13 einen bekommen. Und bin eigentlich schon riesen Begeisterung gehabt, immer von Anfang an. Und dann habe ich da hinten mich eigentlich im Service beworben. Ich habe eigentlich Restaurationsfachfrau gelernt. In dem Sinn, dass ich ein bisschen näher bei den Hunden sein kann. Und bin eigentlich schlussendlich auch ein bisschen reingerutscht in das Ganze. Ja. Und habe die Chance auch bekommen, hier mit den Hunden zu arbeiten. Also für mich ist ein riesen Traum in Erfüllung gegangen, hier mit so vielen Hunden zusammen zu arbeiten. Und es ist auch jeden Tag ein Erlebnis und es macht Spass. Eben, das stelle ich mir so vor, wie wichtig ist die Beziehung zu den Hunden? Also kennst du da jeden Einzelnen mit Namen und kannst ein bisschen sagen, was das für Typen auch sind? Ja, also hier ist eigentlich wie eine grosse Firma, kann man so sagen. Wir haben hier von alt bis jung. Ist natürlich auch jeder Hund, Namen hat man gleich drin. Also ich habe auch am Anfang gedacht, als ich da angefangen habe, all die Hunde zu kennen, aber das hast du recht schnell drin. Du wirst es heute auch sehen, die Hunde, die du dabei hast, wirst du vielleicht auch eine, zwei kennen, die ein bisschen auffallend sind. Das haben wir noch gleich erst drin. Das Schwierige ist dann eher, die verschiedenen Charaktere zu kennenlernen. Da hat jeder Hund seine guten, aber auch seine schlechten Seiten. Und das macht das Ganze auch sehr interessant. Eben, ich bin sonst eigentlich eher der Katzentyp. Ich habe nicht so viel mit Hunden zu tun. Was wird für mich vielleicht schwierig sein? Oder kann ich einfach mal auf die Hunde nachher zugehen? Ja, also hier rein, wir haben es wirklich schön. Wir gehen jeden Tag mit zig verschiedenen Leuten rein. Wir können auch mit 10 so kleinen Kindern reingehen. Und die Hunde haben alle Freude. Also, da musst du gar keine Angst haben, weil sie sind sehr menschenfreundlich und zutraulich. Und die haben wirklich an jedem Freude, der zu ihrem Mann geht, zum Hund. Ja, danke vielmals, dass wir das da mit dem Füttern mal gezeigt hast. Gell? Und ich darf jetzt, glaube selber gehen, die Huskies mit Zügel ausstatten. Ja, zum Stefan gehen, oder? Ja, darfst du zum Stefan. Sehr gut, also, bis später. Bis später. Tschüss. Nach dem Zmorgen geht es jetzt also darum, allen Hunden das Zuggeschirr anzulegen. Der Stefan Gwerder macht das schon seit 4 Jahren. Vorher hat er in einer Garage gearbeitet und hat dann mehr in der Natur wollen sein. Oh,
Ah, da bist du. Hoi, Stefan. Sorry, ich bin. Ich kann bei dir helfen, die Hunde anbinden. Abschieren, ja. Kannst du mir das mal schnell zeigen? Kann ich da gerade mitmachen? Ja, du kannst gerade helfen. Wir können den Hund Gestellchen anlegen, ja. Geschirrchen. Ja. Ja. Dass es besser geht, lernst, wie es funktioniert, das ist ja dann nicht nur ein Hund, das sind dann ein paar. Darfst du eigentlich von ihm das Gestell Lego in die Hände nehmen? Meinst du, hat er Freude, wenn ich da was sehe? Der hat eine Riesenfreude. Ja. Sehr gut, was machen wir? Dann siehst du, wie der Hund da so ein bisschen drinnen kommt, kannst du das also so in die Hände nehmen. Kannst du da oben, so neben. So. Genau. Jetzt kannst du den Teil da vorne kannst in der Mitte falten. Ja. So. Ja. Genau. Ja. Jetzt müssen wir eigentlich von unten den Kopf einfahren. Ja. Das wäre jetzt eigentlich der erste Schritt. Jetzt kannst du zum Hund an, ist der Iluak. Kannst du schnell streicheln, dass er weiss, um was es geht. Hoi. Genau. Hoi. Und nachher kannst du schnell mir schauen, kannst du so über den Kopf einfahren. Kommen wir mal zu mir. So. Sehr gut. Ja. Jetzt lösen wir schnell das Halsbändchen lösen an der Kette. Ja. Ja. Und dann kannst du das innen ganz aufnehmen, also innen dem Gestelltchen. Ja. 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 Sie haben halt einen Haufen Haar, musst halt die Haare noch ein bisschen wegnehmen. Also, dass es so da, Mensch, so, genau. Also, oder wie oben? Innen, also, dass innen aufnehmen. Ah, so, okay. Und dann kannst du den Hund nachher gerade wieder anbinden. Gut, ja. Komm noch ein bisschen da. Ja, gut. Sehr gut. Mhm. Jetzt siehst du hier vorne, muss jetzt jeweils noch ein Bein eingefahren werden. Ah, er weiss genau, schon. Genau, er macht es schon selber. Schön. Aber komm noch mal da. Ja. Und dieses gut. Auch. Sehr gut. Ja, ich bin schon fertig dort. Ja, tipptopp. Die wissen, dass es funktioniert. Also die wollen jetzt eigentlich schon möglichst schnell los, oder wie ist das? Die wollen jetzt gehen. Also du hörst, es wird laut, sie sind aufgeregt. Sie wollen jetzt gehen. Ja. Wir legen hier das Gestell anlegen, dass wir es jetzt eigentlich besser nachher rausführen können. Ja. Und das sieht oben nachher, wenn wir anfangen mit dem Schlitten fahren, dass die Hunde schon parat sind. Wie, Stefan, wie hast du die Liebe zu diesen Hunden entdeckt? Ja, aus einem Hobby wird ein Beruf. Ich durfte hier arbeiten. Vor 4 Jahren. Es ist dann immer etwas mehr geworden, die Liebe ist immer mehr gewachsen. Und jetzt bin ich voll dabei. Kennen alle Hunde. Ja, jetzt gehen wir eigentlich gleich wieder mit dem Joel. Und ich habe das Gefühl, wenn wir so hören, die wollen wirklich los. Die wollen also, los. Gehen wir, tun wir die anderen noch eingeschüren. Genau, tun wir die anderen eingeschüren. Sehr gut. Los. Also gut. Im Husky Cake ist jetzt wirklich die Hölle los. Die Hunde merken, dass sie raus dürfen und können darum kaum erwarten, dass wir ihnen das Geschirr anlegen. So wie Chai, der mir deutlich zeigt, dass ich endlich vorwärts machen soll. Warte, komm noch. Ja, du stehst auf dem, das ist halt schwierig. So. Und dann geht's ab in Hundeanhänger. Beim Verladen der Huskies wird mir klar, dass die Vierbeiner richtig wild drauf sind, endlich vor einen Schlitten gespannt zu werden. Das ist aber nicht das Einzige, wo die Huskies eingesetzt werden. Es sind perfekte Bedingungen, die die Gäste hier verwünscht haben. Sie gehen mit den Huskies Schneeschuhe laufen und kommen aus der ganzen Schweiz. Meine Freundin hat Geburtstag heute, wird 20. Und dann haben wir als Familie gedacht, gehen wir hier rauf, mal etwas Neues erleben. Wir haben das schon davon gehört. Mein Freund hatte schon mal einen Weihnachtsanlass an der Husky Farm. Und dann kam er heim und war auch ganz begeistert und hat es dann erzählt. Nicht du, noch ist ich. Der Schewo, kennt ihr? Die Gästeleiterin Pia Gwerter verteilt die Hunde auf die Gäste. Die können es kaum erwarten, dass es endlich losgeht. Und zeigt das auch unmissverständlich. Also ihr merkt, die Hunde sind parat. Ja. Wir laufen hintereinander. In einer Kolonne. Dann schauen, dass ihr genug Abstand habt. Dass nicht der Hund am vorderen hin auf den Schneeschuh rumtrampelt. I'm gonna lose my lonely mind for you.
Gespann Mensch und Hund finden schnell den Draht zueinander. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den wir bewusst machen, dass die Leute nicht einfach den Hund überkommen, losgeht. Dass sie wirklich den Hund lernen kennen, mit ihm arbeiten können, den Hund einladen, in Anhänger, dass sie sehen, was es eigentlich braucht, was für eine Arbeit das dahinter ist, bis man nur auf ein wenig Schnee schon laufen kann. Als zweiter Gästeleiter hilft der Ivo Föhn aus. Der Muttertaler ist heute zum ersten Mal mit den Huskys unterwegs und sofort fasziniert. Die Treiber, sie haben den Jagdinstinkt, sie ziehen und sie wollen gehen zuerst schon. Und das, mit normalen Hunden hat man das eigentlich viel weniger und die haben das sehr ausgeprägt. Und, aber wenn sie dann erst gehen können und in ihrem Element sind, sind sie wirklich sehr zutraulich auch und man kann streicheln und also wirklich ein sehr angenehmes Tier da wirklich, ja. Tiere, die auch einmal eine Pause brauchen. Jeder Husky hat einen Tag in der Woche kein Programm. Ob aber Schlittentour oder Schneeschuhausflug, die Hunde werden für alles eingesetzt. Es gibt zum Beispiel einen, der läuft immer im Kreis herum. Dann nehmen wir den mehr mit an Schlitten. Aber eigentlich haben wir wirklich so tolle Hunde, wir können auch für alles einsetzen. Die Hunde sind außerdem sehr interessiert und genießen die Aufmerksamkeit der Besucher. Die sind nach der zweistündigen Wanderung zwar erschöpft, aber begeistert. Wunderschöne Hunde, macht einfach Spass in der Natur, wunderschönes Wetter. Ja, super, mega. Wirklich ein Erlebnis gsi. Okay. Ja, fantastisch. Ja. Tolle Landschaft, perfektes Wetter, jetzt noch ein bisschen Neuschnee. Und mit diesen Tieren ist das einfach grossartig. Ja. Ich meine, war schon sehr impulsiv, muss ich sagen. Also hat kräftig gezogen. Ich meine, bergauf war es noch ganz angenehm. Muss man selber nicht so viel Kraft aufwenden. Aber es ist schon, man muss ein bisschen den Bauch schon noch anspannen. Ob wegen der Fitness oder der Huskys, die Gäste werden den Ausflug in der traumhaften Winterlandschaft wohl nicht mehr so schnell vergessen. Ja, inzwischen hat es uns ein bisschen in die Höhe gezogen, die Hunde haben wir ausgeladen und es schneit richtig. Also wir sind ja eigentlich perfekt für Husky-Tour. Ja, dann haben wir gleich noch tiefen Winter hier bei uns. Wie ist das eigentlich? Kann man auch im Sommer mit den Huskys etwas anfangen? Ja, also natürlich ist schon die Hautsaison im Winter. Man sieht es ja, das ist gemacht für die Hunde. Im Sommer haben wir aber auch Trottinette, Gross-Trottinette. Da kann man zwei Hunde vorne einspannen und so fahren. Das macht auch sehr viel Spass. Aber man muss dann natürlich die Temperatur ein bisschen im Auge haben, weil die Hunde die kennen keine Grenzen. Die gehen immer 100%. Bei 30 Grad muss genau, man sich ein bisschen bremsen. Muss man natürlich. Sind wir ein bisschen dran am Schauen, dass genau. Wir nicht zu viel verlangen. Wir haben jetzt auch schon gesehen, wir können sie noch nicht vor den Schlitten spannen, während du mir das hier erklärst, weil Nein. Sonst schon, würde es schon gerade durchbrennen. Ja, dann zeigen es dir Freude. Sag mir schnell, was kommt auf mich zu, was muss ich wissen, bevor wir nachher mal eine erste Probefahrt machen? Ja, also es sieht so aus, ich werde dann mit meinem Gespann vorausfahren. Gut. Du hast einen eigenen Schlitten mit deinen eigenen vier Hunden vorne dran. Gut. Du wirst da hinten drauf stehen. Also ein wichtiger Tipp ist einfach ein bisschen locker auf dem Schlitten. Ich weiss, einfacher gesagt als gemacht. Gut, ja. Aber das bringt dir viel weh beim Skifahren. Sehr gut. Wir haben auch gute Bremsen. Ja. Da kannst du ein bisschen schauen. Genau, das ist das Wichtigste. Ja. Man muss natürlich auch immer ein bisschen bremsen, vor allem beim Start. Beim Start geben wir das Vollgas. Ja. Für das haben wir die Krallenbremse. Sehr gut. Die kannst du eigentlich beim Autofahren ein bisschen brauchen. Ja. Und das wirst du sicher auch gut anbringen. Sehr gut. Wie ist es so mit diesen Kommando und so? Ich gehe mal davon aus, das kannst du vorne dran hauptsächlich machen und meine gehen einfach hinten genau, rein. Genau, ja. Muss ich da auch noch irgendetwas Nein. machen? Also du musst dich nur darum kümmern, dass du auf dem Schlitten stehen bleibst. ich habe nachher Leithunde vorne dran am Schlitten. Die sind ganz wichtig für mich. Das ist eigentlich das Steuerrad vom Schlitten. Die verstehen auch Kommandos. Und das sind auch die schnellsten, oder? Sind die vordersten auch die am meisten Gas geben oder eher die am besten auf dich hören? Ja, vorne dran sind echt die Schlauen, so gesagt.
Und natürlich auch einer, der ein bisschen Tempo macht, weil der Vorderste gibt eigentlich das Tempo vom Schlitten an. Hinten dran, die am nächsten mit dem Schlitten hast, das sind eigentlich die Stärksten. Die müssen den Schlitten anziehen und die meiste Kraft brauchen vom Schlitten. Und in der Mitte hast du Teamdogs und die dann einfach auch mithelfen, mitziehen. Ich kann nachher auch 6 Hunde an meinem Schlitten. Sehr gut. Media, wie fest muss ich damit rechnen, dass es noch einen Sturz gibt? Ja, es gibt natürlich etwa die Stürze, mit dem muss man rechnen. Wir würden aber auch weich gehen in Schnee. Aber ich denke, heute wird es einfach bei diesen Verhältnissen. Wirst du das sicher auch. Du würdest mir sonst helfen. Ich könnte helfen. Ja, dann würde ich sagen, tun wir die Hunde an Schlittenspannung und machst mit mir eine Probe. Machen wir eine Proberunde, das ist schon die erste Hemmung für uns. Also gut. Gut. Ja, und jetzt zeige ich Ihnen, warum wir die Hunde nicht schon vor dem Interview an Schlitten gespannt haben. Warte. Sobald sie nämlich merken, dass es jetzt zum Schlitten geht, sind sie fast nicht mehr zu heben. Ja. Warte. Nicht so schnell. Und dann geht es los auf meine erste Runde, wo ich den Hundeschlitten führen darf. Oder eigentlich ist es eher umgekehrt. Meine Huskies springen nämlich einfach am Schlitten von der Medea nach und das mit einem rechten Tempo. Bei eisigen Temperaturen und voller Leistung kann so ein Schlitten über 30 Stundenkilometer schnell werden. Ja, komm schnell zu mir, ich weiss gar nicht, gell? Jetzt bleibt es stehen. Solange. Ja, solange der Fuß auf der Bremse hast, ist gut. Also bin ich da mit einem Fuß auf der Bremse. Hey, das ist ein riesen Erlebnis. Ist gut gewesen. Aber die ziehen ja dann schon richtig. Ja, ja. Also. Ja, die wollen gehen, für das sind sie auch gemacht. Ja, absolut. Also die wollen arbeiten, die ziehen. Aber hat es dir gefallen? Es hat mir mega gefallen. Die Frage ist jetzt noch, wenn wir jetzt noch ein paar Runden drehen. Du hast mich ein bisschen gesehen, hast mich im Blick gehabt. Was kann ich vielleicht noch anders machen? Oder auf was muss ich noch ein bisschen schauen? Weil jetzt bin ich noch so ein bisschen unsicher gewesen. Ja, du hast es super gemacht. Wirklich einfach ein bisschen locker bleiben. Jetzt hast du schon auch eine Runde gehabt. Nachher wird es sicher auch besser gehen. Was natürlich auch noch darfst du machen, ein bisschen mit den Hunden reden. Sehr gut. Das freut es natürlich auch. Sie was dann kann schön ich sagen lassen. Oder auf was hört es? Also natürlich, deine Leithunde ist der Kenai und der Scharjok. Ja. Kannst du sie auch per Namen erwähnen. Und natürlich, ach, könntest du auch ein Google-Hopf-Rezept aufzählen. Dann ist eigentlich gleich was. Aber sie spüren es, wenn du zum Beispiel ein bisschen pushst, wenn du willst, dass es noch ein bisschen schneller geht oder so, dann lärmst du ein bisschen, damit ja, das merken. Ja, genau. Also okay. Wir können auch ein bisschen mit ihnen reden. Ja, also dann testen wir das jetzt noch bei den nächsten Runden. Hey, wie ist das für dich? Du machst das ja fast jeden Tag. Schätzt du das überhaupt auch noch, wenn du jetzt wieder raus kannst mit den Hunden? Ja, es ist natürlich jeden Tag Routine, aber ich habe manchmal immer wieder so Momente, wenn ich auf dem Schlitten stehe und denke, hey, es ist schon noch schön. Also die Momente kommen immer wieder und auch an so Tagen, wenn es schneit und macht, das ist immer wieder ein Highlight für mich, auf dem Schlitten zu stehen. Eben, wir haben zuerst eigentlich gedacht, wir haben ein bisschen Pech mit dem Wetter, aber jetzt muss man eigentlich sagen, das ist fast perfekt. Es könnte fast nicht besser sein, das stimmt. Ich drehe gerne mit dir noch mal ein paar Runden. Ja. Und dann probiere ich das mit dem Rufen noch ein bisschen aus. Sag mir noch mal schnell, zuvorderst. Auf der linken Seite der Kenai. Der Kenai. Und der Scharjok. Scharjok. Und hinten dran? Hast du Iluag und Chai, die du vorher angeschaut hast. Die kennst du schon. Gut. Also, ja, dann drehen wir nochmal. Ja, super. Danke vielmals mit dir. Ha ha ha!
Ein unbeschreibliches Gefühl, das ich heute mit den Huskies erlebt habe. Schon beim Geschirr anlegen habe ich mich das erste Mal verliebt in die verspielte Art der Siberian Huskies. Ich bin begeistert, was man in der Erlebniswelt Muttital alles mit den Vierbeinern erleben kann. Und ich werde das Gefühl auf dem Hundeschlitten nie mehr vergessen. Ja, für uns gibt es jetzt das wohlverdiente Leckerli. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns in einer Woche wieder sehen. Ja, jetzt kommen alle eins über. Gut? Hä? Wollen wir die verteilen? Oh, er ist schon verloren. Schau da, du hast noch keinen gehabt. Ja! Ja, fertig. Fertig, Leckerli. Keine mehr. Haben Sie die goldene Sonne gesehen? Dann schreiben Sie jetzt ein SMS mit der Antwort «Unterwegs A» oder «Unterwegs B» und Ihre Adresse an die Nummer 2222. «Unterwegs» ist Ihnen präsentiert worden von Sie haben «Unterwegs» gesehen mit «Aus der Region für die Region», ein Mikrolabel für regionale Produkte.